Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Ja, es wird wahrscheinlich die, ja, ich muss es leider schon sagen, die letzte Aufnahme sein, weil, ja, wenn ich euch mal zeigen kann, was uns nämlich noch fehlt, ist es nämlich nicht mehr allzu viel. Wir sehen, wir haben schon 11.125 Edelsteine. Ja, und 119 Eier. Das ist mehr als zwei Drittel. Das heißt, es wird nicht mehr viel sein. Beziehungsweise, es sind nur halt nur noch die Welten am Mitternachtsberg. Die sind zwar groß, wie man sieht. Hier ist Level mit 700 Edelsteinen, meine ich. Ja, das sind noch die vier Level. Plus Agent 9's Labor, heißt 5 Level. Ja, hier wird es mit 6 bzw. 3 Eiern. Das ist nicht sonderlich viel. Deswegen, ja, denke ich, dass wir das heute schaffen. Ja, wollen wir aber Mitternachtsberg 6 von 5 Eiern haben, da müsst ihr in den letzten Teil der letzten Aufnahme gucken. Ja, ich sag nur Geldsack. Ja. Und warum wir jetzt auch wieder 11.000 Edelsteine haben. Das erklärt einiges. Ja, ansonsten, ne, und die letzte Sparkswelt natürlich, die Robokäferfabrik. Die machen wir auch noch. Ja, ansonsten, die Zauberin haben wir letztes Mal auch schon besiegt. War eigentlich leichter als gedacht. Das Schwerste war wirklich, finde ich, der Spike. Ja, und die Glutgrube war nicht auch ziemlich einfach. Ja. Schade, dass wir nicht gesehen haben, wie der verwandelt worden ist. Nur es war so ein komischer Rhinox. Ja, ansonsten Könnerpunkte fehlen nicht mehr viele. Epilog haben wir schon gesehen, ne? Könnerpunkte fehlen halt nur noch die, die wir noch machen müssen. Heißt im Feuer in der Feuerwerksfabrik. Im Abendsee bei Agent 9's Zusatzbereich. Ja, und die 5. Die kriegen wir aber auch hin. Kenne ich noch alle. Sollte kein Problem sein. Obwohl, bis auf... bis, naja, also sie sind nicht schwer zu finden, aber vom Schwierigkeitstest ist eins besonders schwer. Das dürfte nicht ganz einfach werden. Ja, ansonsten, ne, würde ich sagen, fangen wir an. Gar nicht lang schnacken, so. Controller funktioniert auch. Sehr gut. Ja. Legen wir los. Ja, warum der Controller nicht funktioniert, hab's ja schon mal erwähnt. Ich habe so billig Verlängerungskabel für den Controller. Ich habe mir, heute sind sie angekommen, heute neue Verlängerungscontroller bestellt in der Bucht. Ja, muss man ab und zu mal austauschen. Ne? Aber kostet ja auch weniger als eine Bratwurst an der Pommesbude. So. Gut, kann man ja mal machen. Ne? Ich würde sagen, fangen wir auch deswegen gleich an mit Agent 9's Labor. Denn wir wollen ja auch die Zusatzbereiche in anderen Level mitnehmen. Ne? Ja. Ja, Agent 9 haben wir letztes Mal ja schon für ein horrendes Sümmchen freigekauft. Von Geldsack. Ja, aber Geldsack, der hat seine Edelsteine trotzdem nicht mehr. Oh, was war das? Hast du einen Rhinox gesehen? Oh, ich glaube, ich habe einen Rhinox gesehen. Oh, glaub es mir, Spyro, verbring nie eine Woche in einem Käfig. Als nächstes wimmelt es auf deiner Insel von Rhinoxen. Aber ich muss jetzt gehen. Der Lasergewehr und ich haben noch einen Haufen Arbeit. Ja, na dann. Ja, jetzt können wir mit Agent 9. Agent 9, mein Lieblingsschüler, willkommen in meinem Insellabor. Ich fürchte, Rhinoxe haben die ganze Insel in ihre Gewalt gebracht. Vielleicht könntest du sie aufhalten, bevor sie alle meine Forschungsergebnisse zerstören. Na, das soll doch kein Problem sein, Herr Professor. Professor? Hallo? Ich wollte doch noch mit dir reden. Beim zweiten Mal sagen die immer viel lustigere Dialoge. Oh Mann, oh. Gerade beim Professor, der muss verschwinden, ne? Der einzige Veteran hier, Spyro 2. Ah ja. Stimmt, Elora haben wir ja auch im Abspann damals gesehen. Im letzten Mal. Fällt mir gerade auf. Hab ich gar nicht erwähnt, glaube ich, ne? Dieser Faun, der hier war, dieser Rote, das war Elora, ne? Wer das ist, müsst ihr euch am besten Spyro 2 angucken. Okay, Agent 9 kann nicht schwimmen. Aber er kann wesentlich höher schon mal springen. Das ist sehr gut. Oh, es wird wie in alten Zeiten sein. Versuch, auf diese Puppen zu schießen, um dich aufzuwärmen. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, dass sich ein Rhinox zwischen ihnen versteckt. Oh. Ein Rhinox? Kein Problem. Ja, wir können nämlich so einen geilen Ego-Shooter-Modus aktivieren. Ja, und dann können wir ganz easy-cheesy... Ja.
die, ja, abknallen. Ja, es sei denn, so ein Rhinox schießt uns ab. So, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier gleich so ein Lebens... was zum Henker? Ein hüpfender Erlenmeyer-Kolben. Ja, die Dinger heißen Erlenmeyer-Kolben. Ich habe in Chemie damals auch gepasst. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich noch aus Chemie weiß. Ja, traurig, aber wahr. So, ja, diese beiden hier, das sind der Könner, das sind die Könnerpunkte, beziehungsweise der Könnerpunkt. Den müssen wir zerstören. Wie, werden wir noch sehen. Aber wir müssen sie wirklich zerstören und nicht dran rütteln. Ne? Die Palme zu wählen bringt gar nichts, wir müssen sie zerstören. Nicht jetzt falsch verstehen. So. Und der Professor hat sich wieder teleportiert. Na, diesmal ist er nicht an zwei Stellen gleichzeitig zu sehen, ne? Nicht so wie in der ersten Aufnahme mit dem Jäger. Wenn sich da dran noch wer erinnern kann. Mein Gott, ey. Das war aber auch so ein grober Fehler in der Programmierung, finde ich. Aber hey, es ist Jäger. Er hat die Erlaubnis dazu. Ja. Ganz viele Rhinoxe warten im Hinterhalt darauf, uns zu überfallen. Sobald ich dieses Kraftfeld abbaue. Ich denke, sie kommen weiter. Bis du den roten Panikknopf neben der Tür triffst, aus der sie rauskommen. Okay. Dann drücken wir mal den Knopf. Ja, bim bam. So, der Knopf ist schon mal kaputt. Und. Ja, die Rhinoxe sind Geschichte. Der Panikknopf, hat der das wirklich gesagt gerade? Naja, egal. Ich hätte es eher Not aus benannt, wobei dann müsste er rot-gelb sein. Laut DIN-VDE. So. Und die Rhinoxe müssten tot sein. Alter, sind das viele. Nein! Nicht sterben, Agent 9! Okay, ich glaube, das waren alle. Ja. Entweder brauchen wir mal hier wie die Fee Zoe oder so ein Vieh zum ja, Generieren von Gesundheit mittels Schmetterling und Sparks in dem Fall. Ja, irgendwo musste hier mal irgendwo, ja. Ja, Erlenmeyer-Kolben. Ah ja. So. Zwar nur ein Trefferpunkt, aber immerhin besser als nochmal alles neu zu machen. Zurücklaufen hierhin kann ich immer. Ja, endlich mal hier eine... Kein so ein Feueratem, endlich mal Kanone hier, die bringt wenigstens was. So, Edelsteine. Zack. Her damit. Wobei, ich vergaß. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Aha, ich muss definitiv nochmal zurück. Diese Anzeigen zeigen, dass sich ein Haufen Rhinoxe hinter dem Bildschirm versteckt. Oh, ich schalte den Aussichtssockel ein und du schießt, wenn sie angreifen. Ich rate dir, den Scharfschützenmodus zu verwenden. Gut, helfen wir erstmal dem Professor mit dem Rhinox-Problem. Oh oh, halt! Weg! Und tschüss! So, machen wir die auch schon mal auf hier. So, der kommt weg. Zwei noch. Und der letzte. Nox. Ah. Ach, du hast sie erledigt. Oh, mal gucken, in welchem Zustand sich der Maschinenraum befindet. Ich habe das Gefühl, dass die Rhinoxe nicht zu pfleglich damit umgegangen sind. Das sind Rhinoceros-Extremanten. Nehme ich jetzt einfach mal den Namen. Wie sollen die auch damit, ne, gut umgehen? So, ist hier eigentlich noch so eine schwebende Vase? Tatsächlich. Guck an. Genau deswegen wollte ich nochmal zurückgehen. Weil da hinten lag vor allem. Flog auch noch so eine Vase. Aber wir müssen so oder so nochmal zurück wegen den Palmen. Deswegen ist das kein Problem. So, wir merken, es gibt ja auch nur noch 10er und 5er und wenig 1er und 2er, ne? Naja, muss ja auch 700 Edelsteine geben, ne? Oh, wie ich gedacht hatte, der Maschinenraum wimmelt von Vögeln.
um die Vögel in ihren Nestern zu treffen, solltest du den Scharfschützenmodus verwenden und dann einzoomen für haargenaue Treffer. Einzoomen. Geht das überhaupt? Alter, das geht da tatsächlich. Zack. Geil. Das mit einem Zoom wusste ich vorher noch gar nicht. Cool. Ich bin einfach immer näher rangegangen. Ich war nie so weit weg, dass ich zoomen musste. Gute Arbeit, Agent 9. Ich bin nicht sicher, ob das hier ein Vogelei oder ein Drachenei ist. Was meinst du? Was ich meine? Ich guck einfach nach. Boy, Boila? Oh, diese Namen, ich werde es nie verstehen. Jetzt kann ich den gravitonometrischen Generator wieder einschalten. Oh, ich hoffe, da sind keine Vögel reingekommen. Tja, dann probier's aus. Na super. Gut, einmal Vögel abballern. Und jetzt fliegen sie sogar durch die Gegend. Wer hätte es denn gedacht? Zack. Sie setzen sich einfach wie in die Nester. So muss das sein. So, drei müssen noch irgendwo sein. Ah, zack. Hey, hau ab. So, wo ist der letzte? Hallo? Ah, weg. Ach, das Labor ist geräumt. Oh, und es riecht auch schon besser. Komm mit nach draußen, wo wir bestimmt auf einige Rhinoxe in Rüstungen treffen. Du brauchst eine stärkere Waffe, um sie zu schlagen. Gut, machen wir. Ja, was ich vorher nochmal sagen wollte, das mit dem Zoom wusste ich wirklich noch nicht. Man kann tatsächlich raus und rein zoomen. Mit beiden Schultertasten sogar. Doppelbelegung. Alter, geil. Ja gut, ich habe das vorher nie gebraucht, weil eigentlich waren die Ziele immer groß genug. Man lernt halt nie aus, ne? Auch ins Spyro 3 nicht. In Grania werde ich wahrscheinlich nie auslernen, was die Dialoge angeht, aber in Spyro 3, oh, ne? So. Edelsteine, kommt zu mir. Wobei, Moment, wir müssen nochmal zurück. Denn ich habe noch welche vergessen. Fällt mir, glaube ich, gerade ein. Und zwar, ich meine, hier sind auch noch welche, oder? Wo die Rhinoxe waren. Hier hinter. Wenn die hier hinter überhaupt waren. Ah, wissen sie ja eigentlich. Tja, sind aber keine. Hm. Waren da doch keine. Wer hätte es gedacht? Gut, gehen wir weiter. Man kann sich auch mal irren, ne? Ja, ich habe als Spyro 3 nie in meiner Kindheit gespielt. Nur immer Spyro 2. Naja, ne? Ich habe schon, glaube ich, das 10. Mal mittlerweile erwähnt. Ja. Nach meinen Berechnungen müssten die Bomben in diesem praktischen Automaten höchst effektiv gegen Rüstungen sein. Probier's mal aus. Bombige Stimmung in Spyro 3. Ah ja, gut. Jetzt habe ich die Bomben. Geil. So, jetzt müssen wir erstmal das Fass da oben zerbomben. Zack, genau so muss das sein. So, schwuppdiwuppdiwupp. Oh, Erlmeyer-Kolben, sehr gut, komm her. Alter. Ich treffe ihn nicht. Geht doch. Mein Gott. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Kasten da können wir, glaube ich, mittels Bombe zerstören. Sehr gut, du wusstest doch. So, und jetzt Vase 1 und Vase 2. Und Vase. Ach, hier ist gar keine mehr. Gut, dann ist ja keine mehr. Machen wir erstmal hier alles kaputt. Und ja, jetzt können wir auch die Palmen zerstören. Ja, yeah, sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie diese Panzerkiste treffen. Komm her, du. Geht doch. So, oh, Alter, hier waren über 50 Edelsteine drin. Meine Fresse. So, und jetzt zerstören wir noch schnell diese Redox-Boote. Machen wir am besten mit Zoom-Modus. Yeah.
Das hat doch Style. Du hau... Alter, ist der Wasser abgeprallt? Die Schüsse prallen am Wasser ab. Leco mio, ey. Da gibt's ja auch Laser, ne? Ist ja Licht. Das darf es ruhig. Denke ich jetzt einfach mal. So. Hey! Was war das denn? Ach, das war geskriptet. Tony! Da. Montana. Eiskalt mit dem Bananenboot. Na gut. Genug der Witze jetzt. Wir müssen erstmal wieder hier die schönen Vasen zerrumpeln.